Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Forza Horizon 3. Heute mit einem unglaublich schönen Fahrzeug, dem Porsche Carrera GT. Den habe ich frisch im Forzathon gewonnen. Ihr könnt das selbstverständlich auch. Einfach nur das Spiel anschmeißen und ein Straßenrennen gewinnen. Zeitnah jetzt noch. Und dann habt ihr das schöne Auto. Der Carrera GT, so ein bisschen der Vorgänger vom Porsche 918, denke ich mal, kann man sagen. Auf jeden Fall das super Auto hier in den frühen 2000er Jahren. Und meine Güte, wie ich den auch damals schon gefeiert habe. Auch wenn ich ehrlich zugeben muss, dass ich damals so ein bisschen mehr Fan vom Mercedes SLR war. Den Lamborghini Murcielago, den fand ich auch grandios. Das sind so für mich die drei großen damals gewesen. Die Ferraris klammer ich da mal gerade aus. Aber ich muss sagen, aus heutiger Sicht, ja, der Mercedes SLR wäre immer noch so ein bisschen meine liebste Wahl. Vor allem, weil der Mercedes SLR im Preis nicht so krass gestiegen ist wie der Porsche Carrera GT. Was müsst ihr für ihn machen in der Forzathon? Ganz einfach ein Straßenrennen gewinnen. Hier vorne haben wir unter anderem mal eins. Und ja, wundert euch nicht, wenn ich gleich ein Rennen fahre und dann auf einer sehr, sehr niedrigen KI-Stufe fahre, denn ja, ich habe nebenbei noch was anderes gemacht und wollte es einfach mal entspannt hinter mich bringen. Gut, ansonsten, wir sind bei Nacht unterwegs, aber wir werden ihn auch gleich mal bei Tag sehen. Ansonsten hier ein bisschen schon mal. Okay, die Bremsen sind krass gewesen. Im Schein der Beleuchtung hier der Straßen. So, und dann gucken wir mal direkt, wie ist denn das Fahrzeug auf der Geraden, in der Kurvenlage? Wie performt das Auto mit knapp über 600 PS? Ich glaube 612, wenn mich nicht alles täuscht. Schafft es das quasi mit den aktuellen Sportwagen mitzuhalten? Natürlich, so ein aktueller Porsche 918, der hat ja rund 900 Pferdchen unter der Haube. Da wird es ein bisschen schwierig. Aber gegen so ein Ferrari Enzo, gegen den wir jetzt fahren müssen, da könnte er bestehen. Gut, das ist ein etwas älteres Auto. Aktuell so ein Lexus LFA oder Nissan GT-R, gegen die sollten wir eigentlich auch eine Chance haben. So, Schwierigkeit, neuer Rennfahrer, ja klar. Nee, ich gehe ja immer auf Profi, eine Stufe runter, weil wir ziemlich weit hinten starten. Ganz vorne ein Carrera GT. Gut, wir haben einige Fahrzeuge, die 891 Punkte haben. Huracan, Acura NSX, auch mit 10 Punkten mehr. Audi R8 haben wir da. McLaren 570S, Porsche GT3. Und wir werden den auf jeden Fall mal nach ein, zwei Rennen tunen und dann mal gucken, wie der dann performt. Okay, die Traktion ist okay. Oh mein Gott, warum habe ich denn da so ein Untersteuern gerade gehabt? Grundsätzlich fährt er sich gut. Ich fahre mal aus der Außenansicht, damit ich auch sehe, falls mich jemand da blockiert, weil ich habe ein bisschen komisches Untersteuern manchmal. Oh Gott. Wäre fast die perfekte Kurvendurchfahrt gewesen, so war sie doch recht mies. Alter Falter, das war mal eine harte Divebomb. Oh Mann. Ich komme noch nicht so ganz klar mit dem. Ich werde nicht aus ihm schlau, dem Porsche Carrera GT. Ja, der ist ein bisschen von der Balance her mal ein bisschen zu weit nach vorn, mal ein bisschen zu weit hinten. Aber man muss auch bedenken, dass die Autos vor uns sehr viel mehr Punkte alle haben. Okay, die Kurve ging schon mal voll. Damit haben wir hier gut aufgeschlossen zu den Audi A8 Fahrzeugen.
schwierig. Die Telefonzelle, da war der Einschlag so krass, dass sogar die Punkte weg sind. Alles klar. Aber insgesamt muss man trotzdem sagen, wir halten hier mit der vorderen Gruppe gut mit, ne? Ganz vorne, glaube ich, ein Huracan mit 891 Punkten. Und man muss sagen, auch wenn ich hier noch nicht so wirklich den Dreh raus hatte mit dem Fahrzeug, während die Sonne gerade hier schön aufgeht in Australien, dass es grundsätzlich ganz gut aussah. Also das Fahrzeug schon ziemlich flott unterwegs und man sieht auch die Audi R8 Fahrzeuge. Der eine hatte 900 Punkte, der andere 879. Heißt auf jeden Fall, dass der Carrera GT da sich durchaus auch gut anstellt. Also, nicht schlecht. 14.500 Credits gibt's da und noch keinen Stufenaufstieg, keinen weiteren. Ja, also bis jetzt komme ich mit den anderen Porsche-Fahrzeugen immer ein bisschen besser klar. Aber mal sehen, ob das nicht nur einfach Eingangsschwierigkeiten waren. Aber hier, die Pace, wie gesagt, hat gut ausgesehen. Mal schauen, womit kann man sich denn noch so theoretisch alles messen? Ja, mit so einem 488 GTB könnte man ihn vergleichen. 458 Speciale. Ja, der 458 Italia, ich glaube rein punktetechnisch, da ist sogar der Porsche Carrera GT noch drüber. Alles klar. Okay, krass. Ja, der kostet ja mittlerweile unheimlich viel Geld. Das ist ein richtiges Sammlerstück geworden. Ja, ich betone es immer wieder, wenn man die Möglichkeit hätte, sich von, keine Ahnung, wenn du Porsche Premium Kunde bist oder so und da als erstes angehauen wirst, wenn ein neues Hypercar oder so von denen kommt oder bei Ferrari mit dem LaFerrari und so selbiges oder mit dem FXXK, da braucht man die sich einfach nur zu holen als Millionär, Milliardär oder whatever und hat direkt eine perfekte Wertanlage, weil auch der Carrera GT ist im Wert, ich weiß nicht, wie viel er damals gekostet hat, aber der ist auf jeden Fall noch ziemlich hoch im Kurs. So ein SLR, den gab es zwischenzeitlich mal während so Weltwirtschaftskrisenzeiten für 140.000 Euro sogar. Also der war zwischenzeitlich auch echt günstig. Ich glaube, in so einer Phase war der Carrera GT noch nie. Ganz vorne jetzt ein Ferrari Enzo. Ein Auto, was auf jeden Fall auch seinen Wert sehr, sehr krass halten konnte und steigern konnte, glaube ich sogar. Hat, glaube ich, 660 PS, wenn mich nicht alles täuscht. Ey, Mate. Das ist einfach so schwer, gegen die Autos zu bestehen, ne? So ein bisschen, als würde man mit dem Manner gegen die anderen Formel 1 Autos fahren. Die haben halt viel mehr Punkte als wir. Egal, gleich tunen wir mal fett nach dem Rennen. Aber rein von der Optik, was meint ihr, wie schaut der Carrera GT aus? Ich bin der Meinung, wie gesagt, damals fand ich den SLR geiler. Heutzutage, also ein Carrera GT wäre schon extrem geil. Ist auf jeden Fall mein Ansehen deutlich gestiegen, auch wenn ich ihn damals schon ziemlich cool fand, optisch. Ah, dammit. Obwohl ich passend gebremst habe, hat es da nicht gut ausgesehen, aber der dritte Platz bleibt es trotzdem. Wir hätten noch den zweiten holen können, schade. Aber der dritte Platz ist auch okay. Und das von einer so schwachen Position. Und ja, gut, mit 900 oder 881 Punkten fährt sich halt wesentlich besser. Ansonsten, ja, habe ich mir auch heute mal im McLaren-Konfigurator meinen neuen McLaren 720S zusammengestellt.
Nee, Quatsch, aber ich habe mal geschaut, was der Konfigurator alles für Möglichkeiten bietet, weil mich das doch mal ein bisschen interessiert hat. Und mir ist aufgefallen, dass bei McLaren keine Preise angegeben wurden. Entweder ich war ein bisschen zu doof, sie zu finden, oder es wurden keine Preise angegeben. Und der 720S, den ich mir zusammengestellt hatte, ja, da kannst du eigentlich fast überall Carbon hinzunehmen. Und das habe ich natürlich gemacht. Und der sah am Ende so verdammt aggressiv aus. Der sah wirklich geil aus. Und ja, keine Ahnung, irgendwann vielleicht. Bis dahin müssen wir uns mit Forza Horizon 3 und einem Carrera GT RS wollte ich schon sagen. Aus Gewohnheit, dass man nach GT fast schon immer RS sagen kann. Zumindest bei Porsche, da kommt eigentlich immer noch eine Zahl dazwischen, aber nun gut. Ja, mit denen müssen wir uns vergnügen, aber ist auch entspannt. Ich bezweifle aber gerade, was ich auf dem Tacho gesehen habe, dass es 18,6 Grad hier sind. Ich kann mir vorstellen, in Australien ist es deutlich wärmer. Gut, dann gehen wir mal zu den Upgrades. Umbauten, mal sehen, was man machen könnte. 4,6 Liter V8 Hybrid. Oh, eher nicht, ne? Also es ist flotter. Es ist sehr viel schneller sogar, glaube ich. Ja, die Beschleunigung. Also bis 100 bleibt sie gleich. Bei 160 hast du einen Gewinn. Zwischen 100 und 160 hast du einen Gewinn von 0,6 Sekunden. Und das ist schon eine krasse Marke. Mal schauen, wie der Antrieb das verändern würde. Ich finde es geil, dass es so glatte Zahlen sind. Ach du Schreck. Eine Sekunde bis 100 km/h und bis 160 hält er fast die Sekunde. Ein bisschen langsamer wird es trotzdem, aber es ist heftig. Das ist krass. Okay, gut. Ansonsten hier Turbo, Twin Turbo. Ja, 112 Kilowatt Leistung gibt es zusätzlich, fast 150 PS. Braucht man nicht unbedingt. Gut, ansonsten... Ah, der Heckspoiler ist so schön ausfahrbar. Nee, ich mache mal nichts Karosseriemäßiges. Auch wenn es natürlich, ja, helfen würde, das Fahrzeug gut um die Kurven zu kriegen, aber das müssen wir auch so mal hinbekommen. So, die Hot Wheels Reifen einfach drauf bappen. Ne, wir nehmen die normalen, selbstverständlich. Morgen geht's dann mit Hot Wheels wieder weiter. Wenn ich es zeitlich hinbekomme, muss ich auch dazu sagen, 4K-Videos brauchen immer ihre Zeit zum Rendern. Oh, und die Gewichtsreduktion. 140 Kilo weg. Ja, das ist so eine Sache, die fand ich immer beim Mercedes SLR sehr interessant. Der wog 1726 Kilogramm, was ich echt heftig finde, weil ist halt eigentlich auch irgendwo ein Sportwagen, aber ja, irgendwo halt auch ein bisschen Luxus dabei. Bei Starten wirkt es so, als würde der Balken richtig fett anschwellen, aber eigentlich ist das nur so ein, naja, kein Zusatz gewesen. Gut, weiter geht's. 930 Punkte haben wir. Auf die Leistung gucken wir am Ende nochmal. 938. Ja, ich glaube, mit ein bisschen mehr PS und Drehmoment, da kriegen wir schon einiges mehr raus. Ui, das ging schnell. 1337 Kilogramm und 671 kW. Ich glaube, wir sind bei 900 PS. Ich glaube, wir sind bei 900 PS, Leute. So, schnell 671, mal 136, das sind 912 PS, okay, ohne Turbo. Okay, ab dem dritten Gang geht er, aber bis dahin, wow, das kann wirklich schwer werden. Gut, schauen wir mal, wie wir uns mit dem Ding anstellen. Ein Rennen fahren und jetzt mal gucken, was die Jungs dazu sagen. Also, auf jeden Fall schon mal 458. Ich glaube, das ist die spezielle Version. Der 570S, den habe ich auch mal gesehen, glaube ich gerade. Der Enzo. Ah, ein Pagani Sonder Cinque, heißt er so, wird er so genannt. Huracan, Porsche GT3 RS, Ford GT Horizon Edition.
Nissan GT-R, Ferrari FF, okay. Dann würde ich mal sagen, Rennveranstaltung beitreten. Er hat immer noch so ein leichtes Untersteuern drin, was mich so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Wenn du einfach nur in die Kurve gehst. Okay, die Bremsen sind halt Porsche-typisch, ne? Die sind halt einfach grandios. Okay, die Traktion bleibt fast aus. Ein Kumpel, der das Auto auch gerade gefahren ist, meinte, dass man im fünften Gang noch Wheelspin mit dem Ding hat. Finde ich nicht. Wurde auch mal gefragt, ob ich mit Reifenabnutzung und Schaden fahren könnte. Muss ich verneinen, denn für mich bleibt das Spiel oder soll das Spiel ein Funracer bleiben, den man spielt, um es zu genießen. Für mich steht hier weniger die Competition im Vordergrund, als einfach ein paar Autos mal komplett auszureizen und so ein bisschen zu tunen und mal zu gucken, was die dann können. Diese Bremsen sind verrückt! Dieser Lamborghini hat keine Chance! Seht euch das an, ey! Hammergeil, viel besser aus der Kurve rausgekommen, dran geblieben beim Beschleunigen und jetzt vorbeigezogen. Okay, das war jetzt nicht gut von mir. Das auch nicht. Ah, ärgerlich. Das schreit nach einer Revanche gegen den Huracan. Aber grundsätzlich ist der Carrera GT, glaube ich, auch hier sehr, sehr, sehr schnell gewesen. Da war dann 650S McLaren, der war ein bisschen dran auf jeden Fall. Also einige sind mit einer 58.01 unterwegs gewesen so. Aber unter 58 Sekunden ist eigentlich nur der Carrera GT gekommen. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, dass es nur zwei Runden waren gerade. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir hier drei Runden fahren werden, aber gut. Ich habe einen Fehler gemacht und dadurch wurde auch die Rundenzeit langsamer und so weiter und so fort. Ansonsten ist das Auto super. Zum Fahren, ja, wie gesagt, könnt ihr mal eure Erfahrungen teilen, wenn ihr ihn auch habt. Wie gesagt, ich würde mir jedes Forzaton-Auto erstmal freispielen, weil wenn ihr es nicht mögt, könnt ihr es verkaufen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, was haltet ihr von dem Auto? Habt ihr auch so ein bisschen Untersteuern grundsätzlich in Kurven? Fühlt sich bei mir zumindest so an. Ich hätte ihn gern ein bisschen knackiger in den Kurven. Da sind die anderen Porsche-Modelle, obwohl sie Allrad haben teilweise auch, ein bisschen griffiger. Wobei ich muss gerade überlegen, hatte der 918 hat. Ja gut, aber gut, der 918 hat aber auch eine mega verrückte Technik eingebaut. Also das muss ich ein bisschen relativieren. Danke fürs Anschieben, lieber Nissan-Pilot. Viele Leute finden den Nissan GT-R mega geil. Nix gegen den Nissan GT-R, aber ich finde grundsätzlich, der wirkt so ein bisschen im Vergleich zu anderen Sportwagen wie der BMW E46 zum E36. So ein bisschen die Familienversion. Muss ja auch nichts Negatives sein. Grundsätzlich ist das ja auch positiv, dass er vielleicht ein bisschen alltagstauglicher sein kann, wenn du ihn mal brauchst. Aber so dick wie das Auto so ein bisschen aussieht und so hoch wie der ist grundsätzlich, also die gesamte Form, der ist halt so ein bisschen kastenmäßiger aufgebaut. Der wirkt halt schon so ein bisschen, als wäre er nicht als reines Sportfahrzeug gedacht.
So, das mit dem Anschieben können wir auch. Oh Gott, zu dritt durch die Kurve. Ja. Wird eng. Ja, im Kurvenausgang, da ist er zickig. Da ist er ein bisschen zickig, klar. Also beim Rausbeschleunigen minimales Übersteuern, beim einfach nur Lenken ein bisschen untersteuern. Wobei ich muss sagen, hier kann man ihn ganz gut rumhandeln. Hallo Lamborghini Huracan, erinnerst du dich noch an das letzte Rennen? Bin ich mit dem Finger abgerutscht von der Schalttaste. Nicht, dass ich wieder wegen eines Fehlers hier verliere. Komm schon. Auf der Geraden waren wir ein bisschen schneller in dem letzten, im letzten Rennen. Ey! Alter, stich mir nicht so in die Kiste rein. Ah, gut. Ich fahre natürlich auch nicht immer super, super fair, aber grundsätzlich war ein bisschen uncool. Und da kommt sogar noch ein Audi A8 vorbei. Ja, aber ich glaube, man sieht schon so ein bisschen das Potenzial. Die Pace stimmt. Eigentlich alles ganz cool bei dem Teil. Und jetzt holen wir uns nochmal schön unseren Gewinn ab von dem Wheelspin. Ich bin so ein bisschen gerade trotzdem enttäuscht von der KI, weil ich hatte das in der vorigen Runde, dass ich dachte, okay, bitte, bitte lass den Audi A8 da bloß nicht reinstechen und das Duell gegen den Huracan verhindern. Und er hat sich ein bisschen ferngehalten. Und der Huracan hat sich nicht zurückgehalten, sondern er ist einfach knallhart reingestochen. Fand ich ein bisschen schade. So, aber wir parken mal ganz kurz hier das Auto und wir gucken uns auch mal die neuen Leute an, die hier dazugekommen sind in den Club. Unter anderem haben wir Ben1456, genauso wie Bullet181, Durli und Me Lurkin dazu im Club. Schöne Grüße geht an euch raus. The Line vielleicht auch, genau wie Driftmax V8. Sind die neu dazugekommen oder so? Oder wie schaut das aus? Auf jeden Fall auch an Paladinhut9590. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch schon mal gegrüßt hatte. Euch allen eine schöne Grüße und auf, dass wir hier schön die Weltherrschaft rocken. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für diese Folge. Fürs Einschalten, wenn ihr Spaß hattet, könnt ihr mir ja gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr weiter Forza Horizon sehen wollt, dann solltet ihr auch logischerweise wieder einschalten. Und ja, beim nächsten Mal geht's wieder mit dem Hot Wheels DLC weiter. Dann wieder mit brachial viel Power. Mir wurde ein Kommentar geschrieben, dass, ich glaube, ich will jetzt keinen Namen raten. Auf jeden Fall wurde mir ein Kommentar verfasst, dass auch ein User Probleme hat in den Kurven im DLC. Und dass bei ihm die KI auch wesentlich besser in den Kurven zurechtkommt. Ja, muss man mal schauen, woran das genau liegt. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Gut, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut.